ist Krawall im Hühnerstall das bessere Spiel? Ich prophezeie minus 1000 Abonnenten. Das hat er ganz bewusst, da hat er lange dran getüftelt. Wie kann ich dem Kron das Leben möglichst schwer machen? Hallo Freunde analoge Unterhaltung. Willkommen zu Teil 2 meiner Top 100. Seine Liste. Ja, du hast schon bei der letzten Folge schon genörgelt, dass auf Platz 91 eine Erweiterung sich reingeschmuggelt hat. Ja, Reise in den Norden, naja, gut. Geschenkt. Es ist halt einfach das beste Andor, finde ich. Jetzt geht's weiter mit Platz 90 und da solltest du dich eigentlich so richtig freuen. Ja, ich freue mich. Weil es hat in meine Top 100 geschafft, ein schönes kleines Spiel, Star Wars Rebellion. Auf Platz 90 hat sie seine Top 100 geschafft. Hurra! Hurra, Rebellion hat es in deiner Ich Top würde einfach geschafft. Sagen, ja, ich habe ja meine Kritikpunkte gehabt in der Rezension und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass ich das Spiel nicht mag. Ich finde es wirklich immer noch ein großartiges, episches Zwei-Personen-Spiel, asymmetrisch. Und wer Star Wars mag, ich weiß, der wird da einfach, dem geht das Herz einfach auf und der übersieht auch vielleicht so kleine Ecken und Kanten, die das Spiel vielleicht hat. Und ich mag ja auch Star Wars. Ich finde es ja einfach nur, ich sag ja nur, ich bin halt jetzt nicht so der sagt, hey, nur weil das jetzt ein Star Wars Spiel ist, finde ich da jetzt keine Kritikpunkte. Nur weil das jetzt ein Star Wars Spiel ist. Es gibt ja wirklich Tausende von Star Wars Spielen. Es gab, glaube ich, auch düstere Jahre, in denen düstere Lizenzen lieblos verschludert wurden. Und das ist wirklich nicht mehr der Fall. Jetzt, das ist ja wirklich, also von den drei, also eigentlich deckt ja jetzt, gibt es in allen Kategorien, finde ich, jetzt ein großes, episches Star Wars Spiel, ja, wir haben Imperial Assault, da muss Dungeon ich was Crawler. Da muss ich jetzt gleich einhaken. Ja, es gibt aber was noch fehlt und das würde sicherlich höher gerankt werden bei mir, wäre sozusagen das Lucky Luck Star Wars. Nein, das Eurogame-Aufbau-Star Wars-Spiel, wo wir dann den Todesstern, wo wir die Ressourcen für den Todesstern zusammenkriegen müssen, um den aufzubauen. Das Ganze in Zusammenarbeit von Stefan Feld und Uwe Rosenberg. Das fehlt dann noch sozusagen. Und das hätte bei mir wirklich, glaube ich, Agricola-Star Wars. Genau. Deine kleine imperiale Farm, ja. Da werden keine Karotten gezüchtet, sondern halt irgendwelche imperialen Läufer oder sowas. Ja, das finde ich ziemlich attraktiv. Ich dachte, das ist doch genau der Hybrid. Ja, ich auch immer prophezeie. Ja, wenn Army Trash und Eurogame zusammen auf eine Party gehen und ein Kind kann Terra Mystica, Gaia dieses Loch stopfen, wobei ich glaube, unglaublich auf. Das ist immer noch zu Eurogamig. Also sozusagen, ich finde ja schon, ich finde es ja schon geil. Es kommt ja. Ich finde es ja geil, den Todesstern zu bauen, das alles zu machen, aber ich möchte halt auch gerne noch richtig coole strategische Mechanismen haben. Hier sind schon viele Sachen schön drin, aber es ist immer noch viel Gewürfel und so weiter. Trotzdem eine tolle Sache. Es ist okay, du hast Glück, weil es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines Zwei-Personen-Spiel in meinen Augen. Und das ist mir dann Jacke wie Hose. Dann spiele ich es halt mit Häuptling Wilde Himbeere oder meiner Frau oder anderen Menschen, die Qualität dieses Spiels zu würdigen wissen. Aber es ist dann deiner Top 100. Ich würdige es hier mit dem Platz 90. Ich habe das Gefühl, bei den letzten 10 Plätzen habe ich irgendwie zu wenig. Nee, ich freue mich sehr, dass es überhaupt in deiner Top 100 ist, ganz ehrlich. Ja. Ein Platz tolles Spiel, Rebellion. Und 89. Auch ein tolles Spiel. Ja, Zombies Hide Black Blade. Ich hatte es schon in der ersten Folge gesagt, bei mir gibt es keine Platzhalter. Und ich möchte jetzt hier auch nicht sagen, Zombies Hide Black Blade steht jetzt hier für Zombies Hide, wobei ich jetzt schon sagen kann, es ist das einzige Zombies Hide in meiner Top 100, weil es für mich einfach das beste Zombies Hide ist. Ja, es ist das beste Zombies Hide. Ich mag Zombies Hide. Auch bei mir knüpft Zombies Hide ist mit schönen Erinnerungen verbunden an tolle Partien. Auch die Zombieside Plague Partie, die ihr bei uns auf dem Kanal gucken könnt, ist auch so eine schöne Erinnerung. Aber natürlich auch das alte Zombieside hat einfach einen festen Platz auch in meinen Erinnerungen, meinen Brettspielerinnerungen. Wenn mich mal halt jemand fragt, lass uns mal Zombieside spielen, dann würde ich halt sagen, nee, lass uns mal Black Plague spielen. Einfach, weil es halt diesen Tick mehr hat, ist es einfach noch spannender, diesen Totenbeschwörern. Ich mag die Tableaus und es hat halt einfach diese Evolution gemacht und
die ging in die richtige Richtung und deswegen steht es hier auf der 89. Das Einzige, was ich mich frage, ist halt, was geschieht denn jetzt? Also natürlich hat das urbane Szenario mit den ganzen, ich meine, da gab es 3 Seasons, jede Season hat eine Erweiterung. Und damit ist es dir, natürlich passiert. Gigantisch. Es kommt jetzt die nächste Grundbox raus. Ist schon angekündigt. Ja, ja, die kommt jetzt raus. Black Blade 2. Mit so Orks und sowas. Ja, ja. Jetzt, ja, wo du sagst, stimmt, ich habe da auch ein Foto gesehen. Ja. Ja, ja, und das hört sich auch wieder interessant an. Ach, sehr Gott, spannend. Dann. Ja, dann bleibe ich auch weiterhin bei der Meinung, dass das Beste ist. Ich hatte kurz Angst, dass es irgendwie dann doch vielleicht. Aber super, ja, ja, nee, klar, es geht so weiter. Alles. Ja, was sieht denn du da nichts? Das war ja mit das Erfolgreichste. Du hast recht, meine Panik war vollkommen irrelevant und irrational, unbegründet. Black Blade hat ja am allermeisten auf Kickstarter abgeräumt von allen Zombieside. Und ich finde auch, das hat einfach wirklich den frischen Wind wiedergebracht, den es braucht. Hätte Zombieside von Anfang an Zombies im Mittelalter gehabt, weiß nicht, ob das. Ja. Es war klug, das erst als dieses Zombieside in der Stadt zu machen, da den Hype zu entfachen, aber dann im vierten Jahr, gefühlt in Season 4, dann ins Mittelalter zu gehen, das fühlt sich so. Dadurch fühlt es sich tatsächlich ein bisschen wie Army of Darkness mäßig an, wo er ja auch aus der Gegenwart quasi ins Mittelalter ist. Ja, ja, stimmt. Irgendwie hat so ein Flair. Es passt auf jeden Fall. Army of Darkness Flair. Wir werden sehen, ob es wirklich auch weitergeht mit der positiven Entwicklung mit der nächsten Grundbox, ob da wieder tolle neue Sachen dazukommen. Ja, aber erstmal steht es hier auf der 89 bei mir. Muss dringend Wolfsburg vorstellen noch. Ja, die, ja, ja, wurde auch schon ein paar Mal gewünscht. Bitteschön. 88. Und da kannst du wieder sehen, ein Spiel, bei dem ich meistens verliere und trotzdem hat es in meinen Top 100 geschafft. Einfach auch, weil ich hier das Thema so toll finde. Wir gehen in den Dungeon rein und müssen hier auch uns eben passend ausrüsten, beziehungsweise Push Your Luck mäßig gucken, was schaffen wir noch. Und ich finde wirklich ein tolles Minispiel, super thematisch. Bei mir und ist es eins von den Spielen, wo ich immer, wenn ich sehe, denke ich, oh, wir müssen uns echt bessere Koffer kaufen. Ja, das ist nämlich unser GenCon-Exemplar, das hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das ist ja nicht das Einzige, immer wenn man dann diese Koffer aufmacht und dann da. Du müsstest ja so einen richtig ganz harten Hartschalenkoffer, der so richtig gut gepolstert ist. Der dann ohne Inhalt schon so viel wie ein Klavier wiegt. Ja, oder eigentlich so ein strikt viereckig. So. Ich weiß auch nicht. Ja, aber wie auch immer, Welcome to the Dungeon. Schönes, von Yellow. Minigames 1 war es noch. Ja, ja. Inzwischen gibt es viele von dieser Reihe. Inzwischen gibt es so viele, aber es ist immer noch in meinen Augen eines der besten und witzigsten. Ja, und ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Kam ja auch Welcome Back to the Dungeon. Ja. Ist ja aber wohl nur auf Englisch. Das gab es ja dann wohl auf Deutsch. Also wir haben gesagt, hier noch die Englische. Ja. Und es ist jetzt erst durch so einen Kommentar von einem Community-Member mir wieder ins Bewusstsein gerückt. Die deutsche Welcome Back to the Dungeon-Version ist wohl gar nicht geplant. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was ändert. Jetzt ist ja auch Yellowtitel sind jetzt bei Huch und Friends mit im Vertrieb. Ja, da ist irgendwie was kommt da, einiges was nicht. Im Umbruch, hat man das Gefühl. Aber für Welcome Back to the Dungeon sieht es wohl momentan nicht so gut aus. Schade. Dann entweder doch beide auf Englisch besorgen oder weiß es nicht. Nur mal so nebenbei auch mal ein bisschen schlechte Nachrichten verbreitet. Das war jetzt übrigens, oh Gott, wo waren wir denn jetzt? Das war jetzt 90, 89, 88. Jetzt kommt die phänomenale 87. Und es wird einige verwundern, nur 2 Plätze über Star Wars Rebellion. Ich weiß, der Aufschrei wird groß sein. So. Nur 2 Plätze über Star Wars Rebellion. Krawall im Hühler. Nur 2 Plätze über Star Wars Rebellion. Das ist wirklich unglaublich. Also, jetzt guck mal, jetzt musst du mal, dass du das wirklich auch in der gleichen Top 10. Nein. Jetzt musst du wirklich mal in dich gehen und wirklich einfach überlegen. Also vom Herzen, von deinem tiefsten Herzen ausgesprochen, ist Krawall im Hühnerstall das bessere Spiel? Verglichen mit Star Wars Rebellion und Zombieside Black Plague, den war angemerkt. Also, damit will ich nur sagen, ich bin wirklich im Herzen. Ich prophezeie minus 1000 Abonnenten für diesen Top 100 Titel. Nee, es ist natürlich ein total witziges Partyspiel. Ich lache da auch Tränen. Es ist natürlich auch ein Partyspiel, was viele Partyspiele nicht haben. Es eignet sich wirklich für eine Party. Ja, aber und dieses Hühnchen ist einfach irgendwie stets mal im Herzen recht nahe, ja. Und näher als der Todesstern. Das ist ja wirklich.
Ja, okay, ich habe mir auch einen kleinen Scherz erlaubt hier, aber ich sag mal, ja, das nein. Hat er ganz bewusst, da hat er lange dran getüftelt. Wie kann ich dem Kron das Leben möglichst schwer machen? Nein, Krawall im Hühnerstall ist wirklich ein tolles Partyspiel. Das ich finde, was mir an diesem Spiel irgendwie so wirklich besonders gut gefällt, ist nicht nur dieser anarchische Titel, ja. Also, das ist ja so ein Thema, was ich übrigens mal ab und zu mal anmerken muss in Zukunft, ja, dass die Leute sich nicht mehr Mühe geben, einfach auch witzige deutsche Titel für ihre Spiele zu erfinden, sondern sich dann immer in so einen internationalen Titel zurückziehen. Und das hier, Krawall im Hühnerstall, das total vergackerte Partyspiel. Ich lache mich allein schon beim Titel tot, ja, und bin dann gleich in der richtigen Stimmung. Also und ich das ist einfach recht, für mich sozusagen. Aber so mit diesen Titeln, also ich weiß ja, wenn dann früher so Jackie Chan-Filme im ZDF liefen und dann hieß Drunken Master 2 irgendwie zwei Schlitzohren in der Knochenmühle. Ich lache mich darüber ja, aber das ist ja nicht wirklich ein guter Titel. Ja, der Film heißt ja einfach Drunken Master, ja. Zwei. Ich gehe so weit, dass du eigentlich voll betrunkener Küchenchef. Die halt so heißen, wie sie heißen. Man lernt ja was dazu. Wenn man dann die also, aber das, woher kommt das denn eigentlich? Wie ist der Originaltitel? Keine Ahnung. Ist das ein, wer ist denn der Autor von diesem Spiel? Das weiß ich auch tatsächlich. Ich weiß, das ist von Goliath. Und ja, man hat ja halt Inhalt ein quietschendes Hühnchen. Mit dem muss man Begriffe pantomimisch darstellen. Ich glaube, der Autor hat seinen Namen zurückgezogen. Oh, der Huhn ist der Kopf abgefallen. Ja, das liegt daran, weil du das nicht richtig verpasst, verpackt ja, hast. Das ist, ich habe es eher wieder so... Du behandelst dieses Spiel aber wirklich nicht besonders gut. Guck mal, das ist quasi extra so, damit man das ja sieht. Also auch wenn man das kauft, ist ja quasi das, damit das Hühnchen hier so rausguckt. Weil wenn man es zusammenbaut, dann ist es quasi so drin. Und dann sieht der Karton halt so aus. Also dann wäre das Hühnchen eigentlich in der Also ich finde, ich sollte das mal wieder bei den Patreons zur Wahl stellen. Weil wir haben tatsächlich gar keine Rezension davon gemacht, wenn es mir jetzt gerade... Wir haben das, glaube ich, nur als Silvester-Spezial irgendwie, doch, so als Gag. Doch, stimmt, das war sogar eine Rezension, glaube ich. Ja, ja. Auf jeden Fall könnten wir da ruhig mal ein Let's Play noch nachschieben. Ich finde es wirklich grandios. Sehr, sehr lustig. Und, hast du erklärt, was man machen muss? Ja, man muss mit einem quietschenden Hühnchen Begriffe pantomimisch darstellen. Mhm. End of story. Mhm. So. Jetzt habe ich vor Schock vor alle Zahlen vergessen. Ich glaube, jetzt kommt die 86. Ja, ich glaube auch, oder? Die 86 und die ist hoffentlich wieder so, dass du damit leben kannst. Sie ist nämlich, Pandemic, Reign of Cthulhu. Ach, ja, die Schreckensherrschaft des Cthulhu. Ja, das ist sozusagen wieder ein Kofferspiel, das wieder so ja, repariert werden musste. Wieder eins dieser, aber ich meine, das ist ja auch, das lebt ja auch. Das ist schon, ich meine, wenn du jetzt einfach so ein ganz neues deutsches Exemplar hier stehen hättest, dann würdest du jetzt auch nicht da dran denken, wie du da am Flughafen in Indianapolis eine halbe Stunde versucht hast, deinen Koffer dreimal hin und her zu packen. Ja, und ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich habe damals in der Vorstellung von der GenCon, bislang haben wir es ja noch nicht danach nochmal richtig rezensiert, sollten wir vielleicht nochmal nachholen, da schon angedeutet, dass es definitiv mir besser gefällt als normale Pandemie. Und es stimmt auch. Und ich stehe da immer noch dazu. Es ist thematisch schöner. Es ist wirklich fantastisch von den Grafiken und von der Stimmung. Also der Spielplan sieht einfach fantastisch aus. Und es hat mit diesen sich bewegenden Schogotten auch wirklich interessante zusätzliche Mechaniken, die das normale Pandemie nicht hat. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein bisschen kleiner, ein bisschen reduzierter vom Spielplan her, nicht so groß, unübersichtlich. Es ist irgendwie eine schöne, ja, kondensierte Pandemie-Edition mit einem wirklich tollen Thema und ganz tollem Material. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Deswegen steht es hier. Finde ich auch ein sehr, sehr gutes Pandemie-Standalone. Dieses andere von der letzten Spiel hat auch einen total guten Ruf, das wir beide noch nicht gespielt haben. Alles Iberia. Ja, genau. Das habe ich tatsächlich leider nicht gespielt, deswegen kann ich es auch nicht vergleichen damit, ob es jetzt noch besser ist oder nicht. Aber Tentakel sind natürlich. Ja, ich mag. Also, es ist lustig. Ich fand Lovecraft immer schon ganz gut, aber irgendwie erst durch diese Brettspiele. Ich bin wirklich. Es gab jetzt auch etliche, natürlich Lovecraft-Brettspiele, die mir sehr gut gefallen haben. Da kommen auch noch ein paar in der Liste. Bin ich wirklich zum Lovecraft-Fan geworden, durch Brettspiele noch mehr. Und habe jetzt wieder mehr Lust, auch die originalen Texte wieder zu lesen, die natürlich da auch schon, das hat ja einen langen Weg genommen. Also
was die dann, was dann sozusagen daraus gemacht wurde, jetzt hier in der Populärkultur und in der Geek-Kultur. Ich habe tatsächlich auch nach Eldritch Horror als Ausbrettspiel mich wieder zum Lovecraft-Lesen gebracht, weil ich dann dachte, ah, die Texte, da muss man wieder ein bisschen mehr lesen. Und es ist tatsächlich, jetzt wo du sagst, ist schon erstaunlich, dass das im Brettspielbereich so eine große Nische, kann man fast nicht mehr dazu sagen. Also es gibt ja wirklich sehr viele auch. Weil Filme zum Beispiel auch gibt es nicht so Nischen, viele. Ganz genau. Ja. Bei den Filmen, also gerade eben im Nischenbereich vielleicht auch eher, weiß ich, also aber im A+, also dass hier große Verlage, Blockbuster-Titel und immer wieder mit cthulhuiden Themen die Spielerschaft locken. Im Kino tatsächlich vermisse ich das total. Also Filme, die mit solchen Stimmungen umgehen würden, wie es Arkham Horror oder hier Pandemic und Eldritch und so weiter und Willen des Wahnsinns. Wow, also ich würde gerne Time Willen Stories, des Wahnsinns 3D ins alles. Kino gehen. Naja, total. Also es ist wirklich interessant. Sehr schönes Ding hier. Pandemic Cthulhu. Zweite Hälfte meiner Liste bricht an, oder dieser Folge. Es gab natürlich den wunderbaren 95. Cabin in the Woods. Tja, um dazu mal noch was zu sagen. Aber das ist natürlich auch, war ja Cthulhuid mit Augenzwinkern. So, jetzt wieder zurück zu deiner Top 100. 95. Cosmic Encounters steht hier. Hat es, glaube ich, in deinem Top 100 auch nicht geschafft, weil wir ja so Spätzünder waren für dieses Spiel. Wir geben es zu, wir haben dieses Spiel, das ja viele Leute schon sehr lange ganz weit oben bei sich einsortieren, weil es ja natürlich auch schon älter ist. Erst vor kurzem entdeckt, tatsächlich, weil es auch sich unsere Patrons gewünscht haben. Dann haben wir es natürlich auch gespielt und von auch Tom vorgestellt. Wessel bis zu Leuten in meinem Freundeskreis, die ewige Nummer 1. Die ewige Nummer 1. Bei mir ist es jetzt nicht die Nummer 1. Dafür, wahrscheinlich muss man es dafür auch schon länger kennen, würde ich mal behaupten. Aber es hat mich schon auch gepackt, weil ich bin einfach ein Freund. Erstens mag ich wirklich Science-Fiction-Thema. Ist ja bei mir wirklich auch eines meiner absoluten Lieblingsbrettspielthemen nach Cthulhu, nach Lovecraft. Und hier wirklich auch toll, weil diese, allein nur diese, mir macht es allein schon Spaß, einfach nur die Alien-Rassen-Karten zu lesen. Und freue mich daran, wie kreativ hier, wie viele Storys da dahinter stecken. Man hat das Gefühl, also wenn ich jetzt ein Sci-Fi-Autor wäre und mir würde es an Ideen mangeln, dann kannst du einfach hier mal ein bisschen dich inspirieren lassen und dann kannst du nur für jedes dieser Alien-Rassen kannst du doch einen Roman schreiben. Habe ich das Gefühl. Erweiterung, ja, also Erweiterung jetzt auch noch. Einen überirdischen Widerspielreiz, kann man sagen. Das ist eine ganz große Stärke. Ja. Und ich finde auch, es ist halt auch eins von diesen auch ein Verhandlungsspiel, also viel wird da auch gesprochen und es gibt Runden natürlich, da ist es, kann ich mir auch vorstellen, das ist klar, wenn man das eben viel spielt und dann alle da voll drauf sind, dann ist es wahnsinnig stark und es bietet dann auch an, sage ich mal, was weiß ich, für so Gruppen, die jetzt vielleicht jahrelang Catan gespielt haben und sagen, komm, lass mal Next Level gehen, lass irgendwie mal zu fremden Welten aufbrechen. Das ist natürlich ein anderer Mechanismus, aber halt auch dieses, ja, wenn man halt diesen Reiz dran hatte, so hier gibst du mir zwei Holz für ein Lehm, hier wird es halt einfach auf den nächsten Level katapultiert, indem man jetzt, komm mal hier, Kevin, muss mal helfen, dass der da nicht eine Siedlung bauen kann, Siedlung sage ich jetzt schon, halt seine Kolonie errichten kann. Ja, ein fantastisches Spiel, wo ich glaube, einfach, glaube ich, einen Tick zu spät kennengelernt, inzwischen wäre es aber auch in meiner Top 100, wo genau, ja, das da muss ich mir noch angucken. Muss du dann nächstes Jahr entscheiden, wenn es dann immer noch drin ist. Oh. Ja. Auf der 84 ein Euro-Expertenspiel. Und ich kann jetzt schon sagen, meine Liste ist so ein bisschen Euro-Expertenspiel-lastig. Allerdings auch eher so gegen die Plätze, die jetzt noch kommen. Das ist nämlich so das erste richtige Expertenspiel. Deshalb komme ich, glaube ich, drauf, weil es das erste Euro-Expertenspiel ist, was jetzt mal in Top 100 auftaucht. Und es wird nicht das letzte sein. Tikarion von Korax Games. Fantastisches Thema und wirklich ein tolles Arbeitereinsatz-Expertenspiel. Ja, man muss wirklich viele Regeln lesen, es dauert lange, man muss sich einspielen und so weiter und so fort. Aber dann wird man auch belohnt, allein schon auch die ganz Aufmachung. Ungewöhnliche wirklich. Illustration, ja. Total passend auch. Also geht sehr viele eigene Wege. Ja, und haben wir auch in der Rezension gesagt, wirklich kompromisslos dieses Thema auch verfolgt. Führt natürlich schon auch so ein bisschen dazu, dass man am Anfang so ein bisschen die Übersicht gewinnen muss, erstmal über das Spiel. Am Anfang denkt man, oh mein Gott. Aber ja. Soll eine sehr starke Erweiterung haben, die wir leider noch nicht kennen.
Gorex Games, wenn ihr zufällig zuguckt, wir genau. würden uns freuen. Genau. Ja, ja, absolut. Ansonsten will ich gar nicht so viel sagen. Wir sind natürlich, wir müssen hier, haben unsere eigene Zaubertrickfabrik schon fast. Also wir sind natürlich Magier, aber wir müssen dann einfach ja, Tricks erstmal erfinden, brauchen Assistenten, dann müssen wir die Aufführung planen, das alles wirklich mit einem hochkomplexen Arbeitereinsatzmechanismus in so einer Stadt. Ja, wirklich toll. Schaut euch die Rezension an. Ja, das ist so diese Welt von The Prestige und so Sachen. Super. Und ich finde es auch total cool halt. Also Zauber, Magie ist ja eh toll, aber halt nicht so dieses Las Vegas-Spektakel, irgendwelche Fernsehshow-Nummern, wie es heute sind, halt, sondern irgendwie so dieses, diesen Zeitalter, wo halt Wissenschaft, wo, ja, wo Wissenschaft teilweise auch noch magisch war und wo man sich irgendwie vorstellen konnte, dass, ja, dass man noch an Magie geglaubt hat und sich wirklich hat dauerhaft verblüffen hat lassen von solchen gut gemachten Aufführungen in so einem Zeitalter. Es ist ja hier eigentlich, es ist ja auch ein, das denkt man immer, ich dachte immer, es ist ja ein fiktives, also es spielt ja, ja auch in so einer Phantasmagoria genau heißt, ja, und da ist ein ganz berühmter Magier, ist irgendwie dahingeschieden oder verschwunden und der sucht jetzt seinen Nachfolger. Toll, so. Wirklich toll. Ah, auf meiner 84. Ja, gut, ja. Weiter geht's mit der 83, so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu, weil das ist jetzt eben so, das war jetzt opulentes Thema gerade eben und das ist hier natürlich kein Thema, sondern ein abstraktes Spiel. Jinksch. Ja, ich mag diese Jinksch-Spiele und spiele sie viel mit meiner Frau. Jinksch, unser Favorit bislang, wobei ich zugeben muss, dass ich noch nicht alle gespielt habe. Es kommt jetzt ein ganz neues, ist jetzt gekommen. Ich hab das noch gar nicht. Und das muss ich auch noch spielen. Ich kenne das gar nicht mit so. Ich habe nur das. Ja, du kennst nur GIF, glaube ich. Ja, das ist, weil du bist halt nicht so der abstrakte Spieler. Ja, aber ich habe ja früher mit meiner Mutter auch ganz viel Mühle, also als Kind. Ja. Ich meine eigentlich und tolle abstrakte Spiele, wie gesagt. Also werden wir die Reihe können wir uns schon zusammen machen. Jinksch ist auf jeden Fall eben auch wirklich ein tolles Ding. Für mich faszinierend, wie hier eben der Autor es geschafft hat, sozusagen so, ja, so ein ganz neues, abstraktes Spieluniversum aufzubauen, was eben, ja, einfach ganz anders ist wie Schach oder Mühle oder gut, Go kenne ich nicht oder kann ich nicht, weiß natürlich, was Go ist, aber habe ich noch nie gespielt. Aber Jinksch, Gipf und so weiter gehen einfach ihren eigenen Weg und sind trotzdem wirklich tolle, abstrakte Spiele, wo man das Gefühl hat, ja, das könnte jetzt auch ein chinesisches Spiel aus dem zweiten Jahrtausend sein, aber es hat sich halt einfach das hier stimmt, der Chris Byrne einfach ausgedacht. Und das so muss ich sagen, angefühlt wie also das ist eine ganz lange Tradition und das wäre aus alten Zeiten ausgegraben worden. Ne? Ist, ja, so. Ist es aber nicht. Ne? Und das ist wirklich toll. Die ganze Reihe jetzt eben neu rausgekommen bei Hoch und Friends für alle Fans des analogen Spiels. Sie, aber die Reihe, sind die alle dann? Nee, das ist in der Reihe sind unterschiedliche Spiele von unterschiedlichen Autoren, oder? Das ist alles von Chris Byrne. Ist alles von dem einen Autor? Das ist faszinierend. Faszinierend. Wir nähern uns dem Ende und es kommt noch ein schönes Spiel auf der 82. Captain Sona. Ja, ganz tolles Spiel. Ein bisschen weit unten, aber was. Vielleicht ein bisschen weit unten, ja. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich fantastisch. U-Boot-Thema, grandios. Schiffe versenken in einem U-Boot mit zwei total. Mannschaften, die gegeneinander antreten. Ich glaube, wenn es ein bisschen. Also, es ist mir halt irgendwie ein bisschen zu anstrengend dafür, um es jetzt so richtig so voll zu genießen. Also, ich genieße immer so eine Partie und dann ist auch wieder gut. So, das ist irgendwie so mein Gefühl. Und, dann lieber schnell wieder zurück in den Hühnerstall. Ja, genau. Erstmal ein bisschen bei Krawall im Hühnerstall entspannen. Nein, nein, ich finde es alles super. Ich glaube irgendwie, ich weiß, ich habe schon selber drüber nachgedacht. Was ist es hier, was mich vielleicht ein bisschen zu sehr stresst? Ich glaube, dass vielleicht irgendwie bestimmte Aufgaben hier einfach zu anstrengend einfach sind. Es fühlt sich zu sehr nach Arbeit an hier, manchmal. Ja, also ich finde es immer und das ist das Einzige, aber sonst finde ich wirklich grandios. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass so eine Art von Spiel auch weiter gedacht vielleicht auch mal mit so einer App-Anbindung gar nicht so dumm wäre, wo dann noch mehr so ein bisschen XCOM-mäßig. Ah, ich finde es so cool, auch diesen Plan mit der Folie. Das ja, ist alles das ist so. Schon echt also ich finde wirklich das einzige Manko, das Spiel hat, man muss sieben Leute finden, die das genauso cool finden wie einen selbst und da Bock haben, das einfach einen Abend lang zu spielen. Weil es ist natürlich schade, wenn man dann ein Team in U-Boot 2 hockt, einer irgendwie rechts außen, weil wir gehen langweilt auf seinen Posten. Tatsächlich, die Teambalance ist auch sehr wichtig hier. Ne? Also es ist auch zum Beispiel frustrierend, wenn die Teams nicht ausgewogen sind, wenn jetzt ein Team wirklich viel stärker und besser
stärker ist und besser zusammenarbeitet, dann ist es dann frustrierend fürs Pech andere gehabt, Team. Fürs andere Team. Ja, ja, aber ich sag nur, das muss man auch gut... Verschenkt, nächstes Team bitte. Da muss man sich gut, gut zusammenstellen, weil natürlich, klar, das lebt davon. Ich hatte auch wirklich schon tolle Partien. Eine im Großspiel von Pegasus in Nürnberg, wirklich toll, wo wir uns wirklich lange Zeit... Ja, das war ein Abnutzungskrieg schon fast, ja. Ich habe noch nie so eine lange Partie gehabt. Also ist und denn das war schon toll, aber es war danach war ich sowas und fertig. Ich glaube, da hatte ich echt Kopfschmerzen. Ist denn da was auf der BerlinCon geplant? Ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir vielleicht das Großspiel auf der BerlinCon haben können. Wir sind im Gespräch aktuell mit Pegasus, was wir da so machen können. Das fände ich ziemlich cool. Und dann irgendwie, da müssen wir mal noch, das müssen wir mal wirklich in die Planung mit einnehmen. Da und können so. Wir dann vielleicht nochmal Andreas hier, ja, ja. Mit Voranmeldung für Vierergruppen. Ja, weißt ja, du, dass ja. du wirklich die U-Boot-Mannschaft tritt schon an. Toll. Die Leute drucken sich T-Shirts mit ihren U-Boot-Namen. Oh, ich bin da. Du bist dabei. Sehr gut. Total ja, ich bin ja auch wieder dabei. Ich bin ja dabei, nur wie gesagt, danach brauche ich einen Kaffee. So, und jetzt. War es das noch nicht? War es das noch nicht, weil auf der 81 habe ich nochmal was Cooles. Rivet Wars, Eastern Front. Ein Miniaturen-Duellspiel in so einem alternativen Erste-Weltkriegs-Szenario. Ein Spiel, was wir ganz früh bei Hunter und Kron schon mal Let's Played haben. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo wir so unsere POV-Let's Plays mal ausprobiert haben. Technisch, das war alles noch nicht so ganz ausgereift. Das Spiel aber wirklich ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung. Eines dieser Spiele, die in die Kategorie kommen, hätte ich doch mehr Zeit zu spielen, / wäre mein Sohn doch schon älter. Und in die Kategorie... Dann würde ich es mehr spielen. Verdammt, warum sind denn die Erweiterungen nicht auf Deutsch gekommen und muss man sich jetzt alles nochmal auf Englisch kaufen? Leider. Bei mir ist es ja tatsächlich so, es ist ein Kriegsspiel und eigentlich mag ich ja wirklich keine Kriegsspiele, aber auch damals auf dem PC habe ich zum Beispiel dann Cannon-Fodder gespielt. Ja, weißt du, die kleinen das netten geht in die Männchen. Richtung, und es geht genau in die Richtung, weil das ist auch, halt so auch so ein bisschen nett witzig und klein. Ist, ja. Ja. Ich konnte das sogar, meiner Frau zeigen und ich sage, guck mal hier, Rivet Wars, ist das nicht ein nettes Kriegsspiel mit so netten, würdest du das nicht auch mal mitspielen? Also man könnte eben den Vorwurf machen, dass es so eine gewisse Verniedlichung ist. Aber ja. Es ist kein realistisches Kriegsszenario, nee, was ich durchaus wirklich als Plus, also es ist ein fiktives so Steampunk First World War Setting. Da komme ich schon mit klar. Das sind fiktive Fraktionen, die sich auch gegenseitig behaken. Ich greife da jetzt nicht irgendwie ein Dorf an ja, und ja. raide die Bevölkerung nieder, sondern es bleibt in einem spielerischen Level und deswegen kann ich auch sagen, Rivet Wars ist eines der Kriegsspiele, die auch mir einfach Spaß machen und die halt ein weit genug entferntes Setting und Einheiten und so Sachen haben, dass das, wie ich finde, entfremdet genug ist, um das wirklich und bedenkenlos spielen tolle zu können. Tolle Miniaturen, witzige Spezialfähigkeiten, alles drin, tolle Szenarien. Ja, wirklich, ich habe einfach nur zu wenig Zeit, es noch mehr zu spielen. Ja, und wie gesagt, mit diesem, ich muss mir da nochmal angucken, was da jetzt auf Englisch alles gibt und so. Weil haben wir uns damals nämlich schon gefreut, dass die Erweiterungen irgendwann kommen. Und dann umsonst kamen gefreut. Sie nie. Vielleicht gibt es da noch eine kleine Chance. Der Nein, Berg ist ganz schön groß. Hier. Du musst kleinere Spiele nehmen. Ja, das war's schon wieder hier. Zweite Folge meiner Top 100. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare wie immer, wie ihr es findet. Natürlich Daumen hoch für Krawall im Hühnerstall. Plätze über. Nein, ihr wisst schon, ja, darüber könnt ihr mal diskutieren. Findet ihr das ein Sakrileg oder könnt ihr mir da zustimmen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, nächsten Samstag soll es weitergehen hier mit den Plätzen 80 bis 71. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss. Danke fürs Abonnieren. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.